Hihihihihihi. Alter Dixie, ey, das sieht übelst aus. Alright, show me your moves. Nice, Chris. What are you doing? Saugst du jetzt mit deinem Horn? Weil er wie übelst am Steppen ist. Ach so. Okay. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich den treffen muss. 30 Mal oder so. Oh shit. Okay, der geht auf jeden Fall weg. Hä? Okay, wie hat er mich gerade getroffen? Ich bin auf seinen Arsch gesprungen. Ist auf seinen Rücken drauf, oder was? Scheint fast so. Kacke, was schießt der da denn? Der sieht aus wie Drachen. Nein, er macht den Boden rutschig, Leute. Warum hat der Endboss eine Fähigkeit, die den Boden zu Eisphysik macht? Nein! Hilfe! Er schießt mit Eisphysik quasi, genau. What is your ability? I can create ice physics. Der ist mad. Er ist so mad, Leute. Oh, ich schieße jetzt schon seine Eisphysik. Okay. Jetzt schießt er wieder mit Basti. Also seine Projektile sind Eisphysik und Bastis. Oh ne, warte mal, das ist nicht Basti. Das ist ein Häschen, was ich gerade in der Hand habe. So, er wirft ihn immer nach hinten. Man muss ihn eher auf die Schultern springen. Oh Gott, er wird schnell. Er würde als K-Rule Echo halt nur funktionieren. Okay.
Sind beide dick und böse. Verstehen nicht, wieso er nicht funktionieren würde. Ja, jetzt habe ich wieder ein Basti-Projektil. Danke, du Kackhäschen. Warum so langsam plötzlich? Total irritiert, dass ich wieder so langsam war. Immer total schnell. Was? Okay. Das war so richtig viel zu weird mehr im Augenblick gerade. Die zu einem guten Carol-Echo machen, wenn ich ihn so ansehe. Stimmt. Ich mag auch seine Zurück... Seine Boomerang-Krone gefällt mir besonders gut. Oder das Horn, mit dem er Leute einsaugen kann. Finde ich richtig nice. Oder den Schild, den er an seinem Bauch hat. Der Helm, though. Ja, aber er wirft ihn doch nicht. K. Rool wirft seine Krone ja actually Donkey Kong Country. Das macht er hier doch gar nicht. Und er saugt mit dem Horn auch nicht ein. Im Gegensatz zu der Muskete von K. Rool. In bevor er macht beides noch im Laufe des Kampfes. Dann ist es für mich so richtig auf Fitz Weird Man Augenblick. Also ich meine, er sieht super stylisch aus. Weil er ein verdammtes Wikinger-Walross ist. Perfekt. Also die Pinguine immer drunter. Yeah. Basti, was feuerst du eigentlich den Falschen an? Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich ausweichen soll gerade. Okay, Eisphysics again. So geil, wie er einfach am Updancen ist, Alter, wenn er da den Dingern versucht auszuweichen. Oh Gott, schnell. Schnell, schnell, sehr schnell. Nicht einmal getroffen. Omega Ungenuss. Okay. Geiler Move, den du da hast, Bruder. Aber mach mal nicht. Uff.
Einfach auf gut Glück werfen. Alter, perfekt. Sogar auf die Krone. Mach die Dinger weg, danke. Fuck, ich wusste es. Shit. Wenn ich so kleine Tonaussätze habe. Übelst irritierend. Fuck. Was, das war's? Das war irgendwie nicht so schwer. Aber es sieht cool aus. 9 Mal sind's meistens. Also bei den letzten beiden Bossen jedenfalls. Nach 3 Mal wechselt sich die Phase. Was ist das denn, Alter? Oh, scheiße! Alter, ballern. Alter, der Sommer kommt. Ja, genau, und jetzt? Wo ist Tom Nook? Der will sich doch bestimmt direkt hier einnisten. Donkey Kong Country, Tropic Freeze, Death Credits, Nintendo Switch Version. Show me your dances, guys. Wunderbar. Also, geiles Spiel. 1000 Mal besser als Returns, finde ich. Ich weiß nicht, ob das auch an der Steuerung lag. Also, beziehungsweise definitiv lag es auch an der Steuerung. Aber, ja. Hammer. Sehr, sehr gut. Hat mir gefallen. Definitiv. Schönes Spiel. Ja, wie gesagt, aber ich mache jetzt Schluss. Wir haben es dann jetzt leider doch nicht beenden können. Ein bisschen Ungenuss hatte ich eigentlich vor. Und ich sage euch schon mal direkt, ich weiß auch nicht, ob wir es nächste Woche beenden, weil wenn ich das, was ich gerade im Kopf habe, nächste Woche mache, dann wird es wahrscheinlich erst die Woche darauf beendet. Aber das überlege ich noch. Ja. Wie gesagt, nächste Woche habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Wenn ich es nicht mache, dann werdet ihr es eh sowieso sehen. Aber momentan habe ich da Bock drauf. Ist die Frage, ob ich am Anfang der Woche noch Bock drauf habe. Als Welt 9? Was ist mit Welt 7 und 8 passiert? Ist Welt 7, okay. David Wise, da war's, Leute. Ah, genau, Leute. Also, der Stream wird gleich beendet, nachdem wir die Credits hier angeguckt haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr cooles Spiel. Auch schön spaßiger Zweispieler-Modus. Definitiv. Das war auch das Ende der Streaming-Woche direkt, Leute. Wir machen nächste Woche weiter in alter Frische. Edna bricht aus, ist vorbei. Wir haben theoretisch noch Golden Sun und Mystery Dungeon offen. Also, das ist theoretisch. Haben wir noch offen und Donkey Kong Country halt jetzt noch diese finale Welt. Ich würde das Donkey Kong wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Stream dann reinquetschen, weil dafür kriegen wir wahrscheinlich keinen ganzen Stream mehr gefüllt.
Aber wie gesagt, ich habe eine Kleinigkeit. Ich überlege momentan eine Kleinigkeit für nächste Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Das erfahrt ihr dann am Montag oder allerspätestens Dienstag. Und ja, hat geballert. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, Leute. Und der ganze, ich möchte übrigens anmerken, der Twitch-Chat hat während des gesamten Streams nicht ein einziges Mal funktioniert. Das Einzige, was ich sehe, ist ein Mario mit Brüsten. Falls es ein Mario sein soll. Es sieht ein bisschen so aus von hier gerade. Und den sehe ich auch immer noch. Danke dafür. Lieber Polarkon. Excuse me, what? Na, da hat jemand so ein Emote-Dings gepostet. Mario mit Brüsten. Also, lieber Twitch-Chat, wie gesagt, sorry, aber mein Twitch-Chat funktioniert nicht. Ich bin leider einer der Opfer, die nicht richtig sehen können, was im Twitch-Chat geschrieben wird. Und deswegen hier nochmal der Friendly Reminder, geht auf unseren Discord-Server im Zweifelsfall. Ja, Donkey Kong ist der Einzige, der zwei Augen hat. Die anderen haben zwei zusammengewachsene Augen. Chris sieht nur, was er sehen will. Mario mit Boobs. Na, wie viel Prozent habe ich jetzt? 95%. Ich würde aber schon mal ganz gerne reinlurken, wie es da aussieht. Oh. Qual der Quader. Ach du Scheiße. Das klingt ja schon geil. Was sagen denn unsere Credits? Was sagen denn unsere Figuren? Was? Achso, hat geladen gerade. Ich dachte schon. Cool. Ich brauche doch jetzt bestimmt keine Münzen mehr, oder? Weil dann kann ich ja auch alles hier rein investieren. So, warte, ich mache nochmal meine Leben voll. So, jetzt einfach, weil ich's kann. Ballern. Pray for Cosmos. Oh, wenn das so schnell ging bei Xenoblade, das wäre ein Luckshot gewesen. Wobei ich tatsächlich Cosmos damals super schnell bekommen habe. Und auch, die mit Z, dessen Namen ich vergessen habe. Das war dieser typische Umi-Moment. Herr, mit Cosmos wirst du deinen Spaß haben. Ich, zwei Stunden später, ja, hier ist der Screenshot, Umi. Und er nur so. Okay. So. König Qual heißt der Boss. I see. Mir fehlt aber immer noch was. Ob so das Raketenfass ist drin, weißt du? Die Lore hat ein lustiges Gesicht. Der coole Eisbär fehlt noch.
Dum, dum, da, dum. Komm, einmal noch. Einmal noch ballern. So. Ich gucke jetzt gar nicht mehr richtig hin. Ich gucke einfach nur auf den Chat. Alter, richtiges Gacha-Game degradiert gerade. 100% in deiner fucking Paywall. Zählen die Figuren denn zu 100%, Brady? Ist das so? Nein? Okay. Ich habe mindestens dreimal diesen Kugelfisch gesehen. Ha, da ist er! Da war der Eisbär, habe ich genau gesehen. War das echt nur der Eisbär neu? Ich habe nicht genau hingeguckt. Nee. Andere neu. Hau Lukas, der Unkaputtbare. Geiler Name. Alter, das ist Basti, wenn er endlich erwachsen ist, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen fehlen nur. Okay. Also Leute, war lustig. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei den altbekannten Projekten. Eher nicht. Genau, wenn ich das durchsetze, was ich momentan im Kopf habe. Aber you will see.